Where is the answer when I'm calling? When all my hope floats down the stream, and who will save me when drowning in the open sea of my broken dreams? Will you be there for me? Danke vielmals. Ihr hört das vielleicht gar nicht, aber hinter dem Vorhang sind ganz viele Musiker. Und wir haben es mega gefeiert vorher. Wir haben ein bisschen getanzt vor der Bühne. Hat niemand gesehen, mit 2 Meter Abstand. Aber wir haben es sehr genossen. Und wir geniessen es mega, dass wir heute hier sind am Livestream. Wir haben super coole Leute hinter uns. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Und dann machen wir den nächsten Song. Pretty Lady Bass. Pretty lady bass, you were dressed up on red. You were beautiful with a gorgeous long neck. Jewel and strong you sound, always in the back, giving up on ground, and you make the rhythm bounce. And for me, you played the fool, cause that is what you thumb.
you down. Make a big black hole and pretty lady bass. Now you have grown old. The musician has to be buried in a wooden dough. Tonia, tu nicht immer so reinreiten. Das gehört zu uns. Hey, es ist sehr empfehlenswert. Es ist sehr empfehlenswert. Am Anfang muss man unbedingt ein bisschen Fehler einbauen, dann fühlt man sich nachher viel wohler. Ja. Genau, weil das Leben ist nicht perfekt. Nein. Wir sind nicht perfekt. Nein. Und trotzdem könnte hier oben ein perfektes Konzert werden. Und zwar mit euch und mit denen hinter dem Vorhang und mit denen hinter dem Vorhang. Und wir sind so blessed, dass wir heute hier bleiben. Hier spielen. Nicht bleiben. Sorry. Das mit diesen Ansagen müssen wir noch ein bisschen üben. Hey, Ida, ja? Sag doch noch etwas zu diesen Farben hier im Hintergrund. Ah, ja genau. Wir haben heute, wir machen Musik miteinander. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Toni und ich sind Schwestern. Sie ist die Gross. Ich bin die Kleine. Und zusammen machen wir Musik. Wir haben gesagt, wir wollen Musik und Kunst verbinden. Im Hintergrund sind alles Kunstwerke von unseren Liedern, die wir gemacht haben. Genau, die können wir nachher noch ein bisschen anschauen. Mal schauen, ob sie es filmen oder nicht, ich weiß es nicht. Genau, das nächste Lied heisst «Die allen Farben». Und so sind wir heute auch hier mit allen Farben, die wir haben. Genau. Es ist ein schweizerdeutsches Lied. Und alle Lieder sind übrigens selber geschrieben. Du bist der Farbklecks in meiner grauen Welt. Und du bist mein Highlight, wenn's am meisten fällt. Und du bist der Mensch, der meine dunkle Seite kennt. Und du bist Licht, wo mein Leben erhält. Und ich weiß, noch nicht so genau, wie es rauskommt. Aber ich weiß, wir finden mal an und nennen die Kunst. Und die anderen Farben mal ich mit dir die Zukunft aus. Und die anderen Farben mal ich mit dir die Zukunft aus. Und die anderen Farben wir wollen du bist der Mensch, der für mich zählt. Und du bist der Silberstreifen am Horizont. Und du bist der Regenbogen, der nach dem Gewitter führen kommt. Und wenn alles um mich herum einfach nur noch so verschwimmt, seh ich dich ganz klar und wer wir sind. Und ich an der Farbe mal ich mit dir Zukunft aus. Und ich an der Farbe mal ich mit dir Zukunft aus. Und ich an der Farbe wie Polen Lichter an mir muss selbst, sag ich dir der Welt. Der Mensch, der für mich zählt. Skipping stone, you've disturbed the quiet sea, but now you are a part of me. Skipping stone. Skipping stone, you don't know, oh, well, now you are making
Ihr seid so lieb. Eines von diesen Bildern, die ich gemalt habe, habe nicht ich gemalt. Also das hat Tonia gemalt. Und eins hat meine Tochter gemalt, die ist 5. Und sie hat mir geholfen bei dem ganzen Gartenprojekt, das wir hier gemacht haben und zusammen miteinander gemalt haben. Und das nächste Lied heisst «Lullaby of Life». Und genau um das geht es, dass man auf die Welt kommt und ein Teil von dieser Welt ist und irgendwann halt auch wieder gehen muss. «Lullaby of Life», gesungen von Tonia. Sing for you. Sing like an angel's choir, a melody of this life, and little wonder in the dark started with a beating heart, and the womb is safe and warm, the melody first time been heard. Moment. Oh, Achtung, gut. Gottes. Das war der Special Effekt. Mehr gibt es nicht dort oben. Von unserer Seite. Das nächste Lied habe ich geschrieben für alle die, wo manchmal beim Streiten, meistens, immer wieder mal, zwischendurch das Gefühl haben, sie verlieren, weil sie sprachlich nicht so gut mithalten mit diesen anderen intelligenten Leuten. Und Streiten habe ich für alle die geschrieben, die manchmal dann ein bisschen laut werden, wenn sie streiten und nachher sich entschuldigen müssen, weil sie laut geworden sind. Genau, ein schweizerdeutscher Song. Oh.
alles, was du sagst, ist nur nicht mein. Doch deine Worte tun mir weh, sie sind so ziemlich gemein. Und zwischen den Zeilen tust du nur austeilen. Da versteckt, sagst du ganz und verblümt deine Meinung. Du hast gegen diskutieren, ich kann sprachlich duellieren. Zunge scharf wie ein Messer und du weißt es immer besser. Drehst mir das Wort ein Million, dass ich nicht dagegen ankomme. Und ich weiss, du weisst, ach weisst was. Leck mir doch an. Leck mir doch an. Ja, dann komm ich nicht mehr draus. Ja, dann reg ich mich halt auf. Hab einen Knopf in der Zunge und ich bringe nicht mehr auf. Sprachlich kann ich nicht mithalten. Kann aber die Schnur nicht behalten. Kann mich nicht so gut wehren. Wer den Lauf muss mich ja hören. Ich sag mir noch einmal, wie tief ist denn das Niveau? Du weisst es nicht so genau, es ist das Dumme irgendwo. Ich sag mir noch einmal, wie weit willst du eigentlich noch gehen? Du weisst es nicht so genau, bist auf dem Weg nach nirgendwo. Leck mir doch an. Ich sage, leck mir doch an. Jetzt muss ich erst einmal kurz so machen, weil das ist schwierig, so die ganze Zeit auf Schweizerdeutsch. Moment! Muss man Linguistiker sein und der Sprache mächtig sein, aus dieser Buchstabensuppe die richtigen Wörter zusammen zu kluppen, um miteinander fröhlich zu leben, muss ich manchmal auch zurückheben, anstatt immer nur reden, reden, reden. Denn Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Darum hat die Mut zur Lücke, tu mich mit weniger ausdrücken. Sag nur da, wo ich will und nicht mehr da, wo ich sehe. Ich weiss, du weisst, es tut mir. Es tut mir. Es tut mir leid, es tut mir leid, ja, es tut mir. Es tut mir Juli, 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 Juli. Also das Team dort aussen, wir haben eigentlich viel mehr geplant, dass wir unsere Lieder viel langsamer machen und dass ich zwischendurch viel, viel mehr schwätzen tue. Das ist übrigens das Letzte. Also für die, die jetzt noch ganz kurze WC-Pause machen müssen, jetzt müsst ihr pressieren. Weil auf unserer Anzeige haben wir noch 9 Minuten und nur noch einen Song. Macht nichts, das überspielen wir jetzt einfach. Schon zu spät. Wir geniessen noch den letzten. Ach, ja genau. Also gut, wir sind Symbiosis. Das hier ist meine Schwester Tonia. Das ist meine Schwester Twida. Und zusammen machen wir Musik und machen Musik und Kunst. Und manchmal bauen wir auch noch Glöhnli einbauen, weil wir es mit der Schauspielerei amigs nicht lassen können. Und wir haben immer einen riesen Gaudi, wenn wir auf der Bühne sind. Vorher, nachher, mittendrin. Und falls ihr mal einen Gig kennt, wo ihr es braucht, das ist Schleichwerbung. Ja. Schleichwerbung. Schleichwerbung, dann kommen wir gerne. Und wir machen jetzt das letzte Lied für euch. Somewhere is home. Irgendwo ist unser Zuhause. Heading right towards the door, see all my luggage back there on the wooden floor, a guitar case, a bag full of faith. And I'm pounding out right to the right place. And now I know, now I have to go out. As I step forward, I'm a little scared. My feet are trembling and my hands are shaking. Will my
my two feet and carry me. Where will I end up and what might I see? Yeah, now it's all. No one left to go. And see, it has its own little story telling me about to love, about to pain that I went through. Wir waren Symbiosis. Danke euch allen fürs Zuschauen. Und wir hören an dieser Stelle auf. Wow, wow, wow. Symbiosis. Was eine Symbiose. Was für eine Symbiose. Was für eine Harmonie. Wirklich, ich glaube, die Vida und Tonja von Symbiosis sind ein absolutes Dreamteam. Wir finden es nachher gerade mal raus. Ich bin total geflasht, habe immer noch Hühnerhaut. Purste Honig für meine Ohren gewesen. Ich hoffe für euch hinter dem Bildschirm auch. Ich habe gesehen oder gerade die Information bekommen, dass der Spendebutton funktioniert. Vielen, vielen Dank an Angelika. Sie hat nämlich 50 Schweizer Franken gesponsert an den Topf, der nachher an alle Bandmitglieder verteilt wird. Herzlichen Dank an dich, Angelika. Ah! Was für eine wunderschöne Frau. Kann ich dich bitten, genau, das Mikrofon zu nehmen? Meine liebe Vida, du siehst überglücklich aus. Ich hoffe, der Schein drückt nicht. Wie fühlst du dich? Also ich bin total glücklich, weil heute habe ich schon ganz oben gute Musik gehört. Ha! Ich höre es live. Herrlich! Aber ich glaube, also die Leute Heidi freuen sich auch. Und ich glaube, es sind alle, wenn wieder auf die Bühne, alle die Heime möchten wirklich gerne wieder Musik hören. Und wir freuen uns auf die neue Saison. Oh, wir auch. Und ich glaube, die Leute hinter dem Bildschirm ebenfalls. Wie fühlt es sich an ohne physischem Publikum, sondern nur mit digitalem Publikum? Spürst du irgendwie Zukunft? Fühlst du dich da in einem Science-Fiction? Oder ist es einfach nur komisch? Oder auch schön? Ich glaube, ich bin mehr nervös, weil wenn du live Musik machen tust, du bist halt mit dem Publikum und die schwätzen halt und die reden mit dir vorher und du weißt, was für eine Stimmung dort ist. Und da habe ich zwar ganz viele Leute gehört, die hinten dran gehockt sind und gejubelt haben, was mega cool ist. Und ja, ich hoffe schon, dass der eine oder der andere trotz der PC-Distanz wirklich berührt worden ist.
Das wäre das Ziel. Ich glaube auf jeden Fall. Also, die Kommentare waren super positiv. Auch wie die Mami hat mir sogar ein WhatsApp geschrieben. Oh, die sind so herzig. Also, es kommt total über. Auch dank dieser guten Tontechnik hier hinten. Danke vielmals, Jungs. Nein, das ist super aufgegangen. Ja. Ich habe vorher kurz angesprochen, du und deine Schwester sind sicher ein Dreamteam. Auf jeden Fall scheinen dir so. Wenn geht das Stream mal weg, habt ihr auch ein bisschen Kritz oder harmoniert es immer? Nein, Kritz haben wir nicht. Wir haben es echt schön und wir haben uns auch wirklich zusammengeschlossen. Also Symbiose heisst ja, eine gute Symbiose zu haben und einander unterstützen in dem, was man macht. Das Ziel ist bei uns wirklich, dass wir uns nicht bremsen, sondern die komischen Ideen, wie zum Beispiel mal als Klon rumlaufen und einfach so an seine persönlichen Grenzen zu gehen, wo es ein bisschen wehtut, das machen wir wirklich gern. Oh, finde ich super. Jetzt, inwiefern spielt Kunst in euren Leben eine Rolle? Also, ihr habt Kunst mitgenommen, ihr habt gesagt, ihr habt Bilder, die euch in Lieder repräsentieren. Why? Also ich bin Illustratorin, das heisst, ich bin Zeichnerin, ich mache aber Kunst für Kinder. Also ich mache Kinderbücher und also ich bin mehr in diesem Bereich eigentlich tätig. Aber ich finde, Musik inspiriert Kunst und Kunst inspiriert Musik. Man sollte das nicht trennen. Und genau, das Nächste, was wir machen, ist eine Kinderhörbuchproduktion. Genau, der Kriegkrau und die Melodie vom Wald, der wird mit 8 Musikern aufgenommen und wir freuen uns mega. Also. Super, wenn wird das released, wenn kann man das runterladen, wenn kann man CD kaufen, den Film im Kino schauen? Also wir fangen jetzt an, jetzt gehen wir dann ins Studio miteinander, wir tun ein paar Sachen zuerst im kleinen Team erarbeiten und nachher kommen die anderen Musiker dazu. Dann gibt es noch einen Kinderchor und seit neuestem haben wir auch noch einen Jodlerchor, der mitmacht. Also es wird immer grösser und grösser. Phänomenal! Im Januar sollte es eigentlich auf dem Markt sein. Vielleicht schaffen wir es noch den Dezember-Hype. Mal schauen. und sonst ist nicht so schlimm. Wir fangen mal an und genau. Jetzt muss man halt doch immer darüber reden. Vor allem ich persönlich finde es auch mega interessant. Corona schwirrt immer noch in diesen Gassen umeinander. Wie habt ihr das Konzertloch überstanden? Oder jetzt auch in Zukunft im Sommer? Sind euch wahrscheinlich viele Gigs abgesagt oder alle abgesagt worden. Beschäftigt ihr euch jetzt mit dem Hörbuch? Oder wie macht ihr Musik in dieser Zeit? Ja, ich glaube, Musiker sind ein bisschen wie Vögel. Wenn der Morgen auftut, dann gehen wir halt singen. Wir können gar nicht anders. Ich glaube, es würde einen grossen Teil fehlen, wenn wir es nicht machen würden. Ich meine, wir lieben das, was wir machen, jeden Tag. Und ob jetzt da Publikum rum ist oder nicht, wir können gar nicht anders. Also sonst werden wir krank. Und darum haben wir trotzdem weiter Lieder geschrieben, Musik gemacht miteinander. Meine Schwester ist mir ja sehr nahe. Wir haben sogar Kinder untereinander getauscht. Wir haben, glaube ich, die Corona-Zeit relativ gut überstanden. Und Musiker und auch alle, die meisten werden überleben. Und vor allem, wenn jetzt da noch ein Spätzle reinkommt und alle Leute sich so fest Mühe geben, why not? Ich glaube, alle sind gespannt, dass das weitergeht. Ah, und ich bin mega gespannt auf das Hörbuch. Ich finde es wirklich eine super, super Sache. Jetzt haben wir ein bisschen über die Vergangenheit, über die Corona-Zeit geredet, auch ein bisschen über die Zukunft. Einfach in Bezug zu dem Hörspiel. Möchtet ihr als Symbiosis noch, habt ihr irgendwelche Projekte? Sind CDs noch in den Büsch? Oder kannst du aus dem Nähkästchen, darfst du aus dem Nähkästchen plaudern? Nein, immer auf dem Nähkästchen plaudern ist ja meins. Unter anderem. Tonja ist auch ganz entspannt. Nein, das Ziel ist für uns wirklich, an den Hochzeiten Musik zu machen, einen kleinen Abbruch. Das ist unser Ziel. Wir haben jetzt 1-2 Gigs, die jetzt wieder reingekommen sind. Und wir laufen einfach und schauen, wohin uns das führen tut. Und ja, genau, der eine oder andere, der gerne möchte, dann uns buchen. Kommt auf meine Homepage. Achtung, Schleichwerbung. Weidart.ch. Ich sage es nochmal, da musst du immer zweimal. Weidart.ch. Schreibt mit Vögel-IV. Genau, das ist meine Schleichwerbung. Unbedingt merken, aufschreiben, nehmt euch in Notizblöcke. Ich glaube, das sind wunderschöne Worte, um unser nettes Gespräch zu beenden. Ja. Ich sehe auch schon, die nächste Band, Adam's Wedding, ist ready. Wieder, bist du zufrieden mit dem Interview? Können wir es so laufen für den Abend? Hey, es ist mega super und die nächste Band ist toll.
Und ihr müsst eigentlich den Banjo spielen hören. Ich habe gerade gehört, da ist irgendetwas, der Banjo-Bridge ist kaputt gegangen. Aber er ist so cool. Ich glaube, wir gehen dann nächste Gig, nur wegen Banjo-Spieler, unter anderem wegen Banjo-Spieler. Sind super. Perfekt. Geniessen Sie. Bis später.